Oh, wow. Hi, dann sagen wir doch erstmal, wir könnten noch ein bisschen rumplauschen, ich könnte noch ein bisschen rumfangirlen. Dann möchte ich mal ganz kurz den Chat noch mal begrüßen. Die da geblieben sind, die neu dazugekommen sind und für die das VOD später gucken, die später noch dazugekommen sind oder sich das VOD angucken. Einen wunderschönen guten, ich hätte beinahe Abend gesagt. Es vermischt sich irgendwie so ein bisschen. Es gibt keine Zeit mehr auf der Gamescom. Die Gamescom ist ein zeitloser Raum. Oh. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir sind hier immer noch auf dem Indie-Arena-Booth auf der Gamescom. Und ich habe jetzt bei mir sowohl das Spiel als auch den Entwickler des Spiels, Erhard. Hi! Genau, hi! Ich bin Jeremy von Blindflug Studios. Ich bin natürlich nicht der einzige Entwickler. Also wir sind 6 Leute aus Zürich. Und ja, das ist Erhard. Das haben wir letztens gerade fertig gemacht. Ich bin mega gespannt, wie du spielen willst. Genau, es ist, glaube ich, noch gar nicht so lange draußen. Irgendwann Anfang Also für PlayStation und für PC kam es am 24. Juli raus. Ja. Das war für uns auch so ein bisschen ein spezielles Datum, weil es war der Geburtstag von Amelia Erhard, die Namensvetterin von der Protagonistin vom Spiel und natürlich auch vom Spiel selber. Und deswegen, ja. Das ist tatsächlich ganz witzig und ich glaube, eure kleine Anspielung, die passt auf jeden Fall, weil wenn man es liest, denkt man sich da erstmal nicht viel bei, aber wenn man den Namen tatsächlich mal ausspricht, dann ist bei vielen tatsächlich sofort die Assoziation zu Emilia Erhard nämlich auch tatsächlich da, weil ich habe das zwischendurch mal erwähnt, das Spiel, und das ist tatsächlich so einmal eine der ersten Reaktionen, die man bekommt, dass die Leute wirklich an Erhard denken und viele kennen dann natürlich zumindest vom Hörensagen auch Emilia Erhard. Gerade Leute, die Star Trek geguckt haben, kennen sie, weil sie taucht in einer Folge auf. Ah ja, das wusste ich nicht. Bei Star Trek Voyager gibt es eine Emilia Erhard-Folge, ja. Oh, nice. Die muss ich anschauen. Ja, die können wir gleich mal raussuchen. Also, später. Ja, jetzt haben wir keine Zeit. Ja, überhaupt, Gamescom haben wir sowieso keine Zeit. Genau, jetzt wollen wir uns nämlich gleich das Spiel erstmal angucken. Das heißt, du hast es ja gerade schon gesagt, ihr habt auch tatsächlich so ein bisschen als Hintergrund, als Idee, als Grundidee für das Spiel oder für die Story im Spiel, geht es auch tatsächlich um so ein bisschen Emilia Erhard. Ja, also es geht vor allem um Flugpionierigkeit. Es ist ja eigentlich ein Sequel zu einem Vorgängerspiel, das gar nicht, also jetzt thematisch gar nicht so viel damit zu tun hat. Das vorige Spiel war Cloud Chess, also dort waren Vater und eine Tochter, die durch 7 Wüsten versuchen zu gehen, um in das Land über den Wolken zu kommen. Und jetzt spielt man die kleine, damals 9-jährige Amelia. Jetzt ist sie 19 als Fliegerin und Fischerin in der Welt über den Wolken. Und sie findet, ja, dass sie dem Opfer des Vaters nicht gerecht wird und versucht, den riesigen Wal, der in der Stratosphäre lebt, herunterzubringen. Der und das große, ist ihr großes Abenteuer ins Ungewisse. Und dort natürlich eben Atlantiküberquerung von Amelia Erhard, da hat es dann so richtig gepasst mit der Namensvetterin. Ja, schön, wunderbar. Das heißt, Fischen in der Luft, das heißt, der Begriff fliegende Fische bekommt da eine ganz neue Bedeutung. Ja, 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 das ist alles voll mit Fischen. Also unser Running Gag ist dann auch, ja, weißt du, die Vögel sind ja im Sand in der Wüste. Na, ich weiß auch nicht, wir werden immer wieder gefragt, wieso fliegende Fische, und wir fanden einfach, das ist einfach irgendwie cool. Weil es geht. Ja. Weil es ist halt einfach zwischendurch auch mal was anderes. Und wir begleiten quasi die junge Emilia auf ihrer großen Herausforderung, wie sie dann tatsächlich den legendären Sky Whale, den Himmelswal dann fangen möchte. Und genau. Dann würde ich sagen, tun wir das. Ja, mal los. Dann starten wir nochmal ein neues Spiel. Oh, du startest gleich mit einem Tutorial. Ja, hier haben wir eben die Backstory. Ich weiß nicht, hört ihr das Voice Acting und so? Also das kann der Chat das hören? Also nicht nur uns, sondern auch, was da im Spiel passiert? Weil es ist es definitiv wert, gehört zu werden. Ja, wir waren so stolz drauf auch, dass wir Kira Buckland dafür bekommen haben. Also sie hat ja unter anderem, war sie auch 2B in Nier Automata. Ja. Und jetzt haben sie wirklich für unser kleines Spiel bekommen. Ich bin so happy, dass sie Amelia gevoiced hat. Das ist so cool. I quickly discovered that surviving in Granaria's underside is nothing but struggle. Skyfishing is a way of life up here, despite the low pay and risk of pirates. These days, I make ends meet fixing planes out of my hangar with a little fishing on the side. Yeah, a little fishing. This fishing is das, womit wir unser Flugzeug auch später weiter erweitern können. Genau. I know there's more for me up here than just scraping by. The old undersiders tell stories about the sky whale, a creature in the highest layer that would make anyone who catches it incredibly rich. That's what Father would want for me. That's how I'll finish his story. So, da haben wir es auch. So, da sind wir. Da ist Amelia in ihrem Workshop
Im Moment gibt es nicht viel zu tun, aber hier kommt das ganze Crafting-System natürlich dazu und auch der Shop für super viele Flugzeugteile und alles. Aber im Moment musst du jetzt mal zuerst noch deine Lizenz machen. Ja, da kommt später der Shop, da können wir uns momentan noch nicht wirklich viel austoben. Nee, das wird auch sonst irgendwie ein bisschen hart. Aber da haben wir unser kleines Starterflugzeug. Wir nennen es das Canary, auch wieder eine Anspielung auf ein Flugzeug, das Amelia Earhart hatte. Mit einem kleinen Boltcaster. Ja, jetzt musst du, glaube ich, noch da eben. Jetzt kommst du noch ins Tutorial hoch. Willst du das wirklich machen? Können wir es? Weiß ich nicht. Können wir es überspringen? Ja, ja, wir können. Du kannst einfach dem Flugzeuginstructor sagen, interessiert mich nicht. Alright. Und dann gehst du wieder nach Hause. Ja, dann machen wir das. Musst du den Knopf oben, da Y gedrückt halten. Genau, das gibt es. Ja, genau. Und tschüss. Weil ich hab's in der Vergangenheit tatsächlich schon mal gespielt. Deswegen können wir uns das Tutorial tatsächlich mal sparen in dem Moment und direkt ins Spiel reingehen. Chat fragt gerade, in welches Genre muss man dieses Spiel stecken? Twin-Stick-Shooter? Twin-Stick-Shooter sicher. Roguelite würde auch passen, weil wir haben doch, also du hast Progression im Spiel. Das heißt, du kannst jederzeit wieder nach Hause und an deinem Flugzeug arbeiten und neue Waffen und neue Airplane-Parts craften. Und die bleiben auch, also das ist nicht nur eben bis du das Spiel abstellst, aber wir haben auch ein Permadeath drin. Das heißt, wenn du wirklich bis zum bitteren Ende kämpfst und abgeschossen wirst und du schaffst es nicht auf der Insel darunter zu crashen, sondern du verfehlst sie, dann ist dein ganzer Progress weg. Der Spielstand ist komplett futsch. Das habe ich bereits schmerzhaft erfahren dürfen, ja. Da muss man tatsächlich aufpassen, dass wenn die Lebenspunkte irgendwann niedrig werden, dass man guckt, dass man schnell die Heimat sucht. Mhm. Ja, das ist wirklich hart. Ja, hier haben wir jetzt den ersten Level. Das sind ein paar freundliche Fischer. Die will ich nicht abknallen, sonst kommt die Polizei. Das hast du sicher auch schon erlebt. Ja, das hat ein anderes Mal. Aber hier haben wir halt die fliegenden Fische, die rumfliegen. Die kann man eigentlich nur einsammeln, die kleinen, die großen muss man harponieren. Und man versucht immer, diese Portale zu finden, die einem dann halt in den nächsten Level bringen. Ich guck mal, wieso funktioniert die Harpoon? Also, habe ich noch keine? Doch. Doch, linker Trigger müsste. Ja. Ne? Nee. Oh. Keine Harpune. Ja, vielleicht das Keybinding oder so. Mit der kann man auch schön, ich habe das zum Beispiel, mir ist es mal passiert, dass ich ein Gegnerflugzeug mit der Harpune eingesammelt habe. Ja. Und dann konnte ich den so richtig schön rumschleudern. Genau. Ja, nun, dann. Aber die Waffe geht, oder? Die Waffe geht, ja. Gut, immerhin, das ist immerhin schon etwas. Na gut, die ist gut. Dann harponieren wir heute nicht, dann versuchen wir einfach nur, die Fischis so einzufangen. Aus einem großen Schwarm einfach durchfliegen und schon sind wir reich und können uns neue Flugzeuge kaufen. Genau. Zumindest, wenn wir es oft genug gemacht haben. Ich würde sagen, ich fliege aber tatsächlich mal, warte mal, den goldenen Baum, den nehmen wir nochmal mit. Ah, den kennst du auch schon. Das hilft jetzt nicht viel, wir hatten noch nicht so viel verloren. Aber fliegen wir doch einfach mal hier. Die Station finde ich, die Levelübergänge zum Beispiel, die finde ich auch richtig toll gemacht. Nicht so klassisch so, ja, du hast den Level jetzt geschafft, aha, Ladescreen, jetzt kommt der nächste. Nee. Sondern tatsächlich mit diesen Stationen, wo du dann, so wie es ja die Story eigentlich auch hergibt, oh wei, da kommt wahrscheinlich gleich der. Ja, jetzt habe ich auch gerade gefragt. Aus Versehen. nee, das klingt, glaube ich, noch Gefecht, nicht. Dass man tatsächlich in eine höhere Ebene, weil man ja zu dem Skywhale hoch möchte. Genau. Und dann diese Übergänge, dass man tatsächlich dann in den nächsten Level hochfliegt. Was ich von der Idee her sehr toll finde und auch optisch unheimlich schön umgesetzt finde. Weil es ist ja eigentlich ein zweidimensionales, also 2D-Gameplay-Spiel. Genau. Halt mit 3D-Grafik gemacht, was ich persönlich immer eine sehr, sehr schöne Mischung finde. Nur, ihr habt dann tatsächlich auch diesen 3D-Aspekt da noch ein bisschen benutzt, indem ihr dann tatsächlich die Übergänge in die anderen Level dann entsprechend gestaltet habt. Genau, ich meine, wir mögen ja, wir mögen alle auch Shoot'em-ups und so, aber wir wollten mal eines machen, das wirklich eine große dreidimensionale Welt hat und die dann halt von einer Kamera gefilmt wird, so in einem Take. Ja. Und deswegen in dem Spiel ist halt jeder Level ist über den letzten gebaut. Du siehst immer die... Genau, man kann tatsächlich runtersehen. Ja, du siehst dort die Insel, wo du herkommst. Runter, ne? Ja, ja, du siehst das eigentlich immer. Und das ist dann natürlich besonders dramatisch, wenn du runtercrashst oder sowas, wo du durch alle Levels runterfliegst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das heute sehen werden. Oh ja, das bin ich mir auch sicher. Also nicht, weil ich nicht denke, dass du nicht gut darin bist, aber meine Güte. Es passiert halt. Oh yes, Weapon Chest.
Was hast du gekriegt? Oh, die Gauss! Super! Wow. Alter, hat die Rückstoß. Die hatte ich tatsächlich bisher noch nie. Ja, die so, jetzt will ich aber mal eine haben, wo ich die mal drauf... Weil die sind dann auch time-limitiert. Die habe ich jetzt nur für eine kurze... Und natürlich ist genau jetzt... Was? Aha, unter anderem... Jetzt fangen die Windows-Updates an. Was? Nein, bitte nicht. Ah, okay. Ist gut. Oh Mann, die war... Da. Und... Jawohl! Nice! Schön, oder? Direkt getroffen. So muss das sein. Falls die Apun immer noch nicht geht, Pause, Optionen, Controller-Buttons. Das können wir euch tatsächlich mal ausprobieren, weil sie geht tatsächlich immer noch nicht. Stimmt, das können wir ausprobieren. Aber wir können. Hallo Michi! Ach, der ist von euch? Ja, der ist von uns. Ich habe es jetzt gerade erst gesehen, dass er mitschaut. Das finde ich aber schön. Hi! Hallo! Weil du hattest ja auch schon gesagt, das ist auch eine Frage, die bei solch gerade im Indie-Bereich sehr, sehr, sehr oft gestellt wird. Dass ihr ein Team von 6 Leuten seid. Genau. Also du hast es nicht alleine gemacht, sondern da sind noch eine ganze Menge andere sehr, sehr fähige Köpfe, die da mitgewirkt haben. Ja, absolut. Also ich meine, das ist jetzt ein Spiel auf einem Niveau, das... Es gibt schon die Wahnsinnigen, die sowas dann alleine stemmen. Aber nee, das war also wirklich eine kollaborative Arbeit. Und vor allem auch mit einem Techniker-Team, dass wir jetzt das auf Konsolen gekriegt haben. Das ist ein halbes Wunder. Super. Ich bitte jetzt mal auf die Musik zu hören. Yeah! Also, wenn die nicht fetzt, und die hat auch so ein bisschen was Chiptuniges, finde ich. Mhm. Und es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die so Chiptune-Musik auch immer noch sehr, sehr mögen. Und das ist halt so ein bisschen, das ist so richtig so fast so ein bisschen fetziger Chiptune. Ja, also das ist sehr, sehr großartig. Da muss man jetzt wirklich auch mal einen Shoutout machen. Ich meine, das ist Michel Barengo, der Artist. Und ich finde, er ist sowas von gut, er mischt da irgendwie klassische Instrumente, dann später auch so japanische Saiteninstrumente mit Chiptune und Synth und so. Und ich finde, es ein richtig geiler Soundtrack draus geworden. Absolut. Oh, da kommen die Cops. Oh, du bist auf 4. Oh, und ich bin auch vielleicht und ich habe nicht so viel. Wir sollten mal nach Hause fliegen. Voilà. Und jetzt sieht man, wie das man im Spiel nach Hause geht. Jetzt kann man noch, also man muss auch den Inseln ausweichen, um zurückzukommen. Du kannst aber die Inseln nicht verfehlen und so bringst du eigentlich neue Gegenstände und alles zurück. Ich glaube, wir starten direkt nochmal. Ich glaube, wir haben noch nicht wirklich genug Fische gesammelt. Na, da geht noch ein bisschen was. Genau. Das ist zum Beispiel der Fortschrittsbalken da unten. Ich glaube, der ist auch sehr, sehr wichtig. Der zeigt nämlich nicht an, wie weit ich im Spiel fortgeschritten bin oder wie gut ich bin, sondern der zeigt tatsächlich an, wie viele von den Fischen in der jeweiligen Region ich abgefischt habe. Und da sollte man tatsächlich ein Auge drauf halten. Ne? Ja, das ist so. Also es ist wie so, jeder Level hat ein eigenes Ökosystem, wo wenn man zu viele der Fische wegnimmt, dann kommen halt auch sekundäre Spezies dabei rein, wie zum Beispiel jetzt diese Quallen, die sich da fröhlich weiter multiplizieren und fortpflanzen. Ah, das heißt, die gehören da eigentlich gar nicht hin. Nö, also ich meine, du kannst in die reinfliegen, sie machen aber nichts außer dich langsamer, also da kriegst du kein Geld dafür. Und wenn die dann auch mal weg sind, dann ist eigentlich wie das ganze Ökosystem tot. Okay. Und ob du die jetzt leben lassen willst oder nicht, ist dir überlassen, aber es hat eigentlich keinen Einfluss auf die Fische, die vorher da waren. Und das tut einfach wirklich so prozentual, je nachdem wie viele noch da sind, können sie sich fortpflanzen. Okay. Das heißt, du hast wirklich einen Einfluss darauf, wie die Levels aussehen. Das heißt, man sollte wirklich schauen, wenn man in den Level reingeht, gucken, dass man wirklich ein Auge drauf hält, wie viele Fische sind noch da. Mhm. Oder wenn man so wie ich ständig abgelenkt ist und nicht an die wichtigen Dinge denkt, man kann auch ganz kurz in den Pause-Modus gehen. Da ist aber nicht mehr viel. Und stellt dann fest, wir sollten vielleicht mal raus. Was mir noch aufgefallen ist, der Fortschrittsbalken, der hat zwei verschiedene Farben. Der hat den komplett weißen, den leicht transparenten. Wo ist der Unterschied da? Eben, der leicht transparente zeigt dir eigentlich die sekundären Spezies an. Also im Moment gibt es noch sehr viele Quallen und auch Salps. Ich weiß nicht, ob du Salps kennst. Nee. Super lustig. Sind so klare Fische, die sich so in Linien zusammenformen und dann so Spiralen durch den Ozean bilden. Die fanden wir auch so fancy, dass wir fanden, die müssen rein. Absolut. Und später bei den höheren Levels, da können dann halt wirklich Seesterne, Feuerquallen oder halt wirklich auch ziemlich gefährliche Zweitspezies reinkommen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich den Kollegen hier noch loswerde. Weil... Wollen wir noch kurz schauen, ob wir die Harpune noch binden können? Oh ja, das schauen wir jetzt direkt mal. Dann müsstest du Start drücken für in die... Komm, yes. So. Genau, und dann in Optionen. 2 Blades rechts oder 3.
Und da jetzt mal schauen. Hier, Gamepad Mapping. Harpoon steht aber auf Left Trigger. Drück mal A und dann nochmal linker Trigger. Ah, vielleicht ist der linke Trigger, dann nehmen wir mal. Oder tut mal auf den Bumper sonst. Oder den da? Ja, nimm mal den da. Ja, gut. Dann wissen wir jetzt, was ist. Alles klar. Ne? Ne? Mager war. Irgendwie mager nicht. Oh, schade. Ah, muss da gehen, warte mal. Was haben wir denn noch für Knöpfe? Ja, was hast du noch? Der hat ja schon ein paar mehr. Wir haben ja eigentlich ein paar, ne? Badding. Also den nimmt er aber problemlos an, wenn ich den setzen will. Okay. Oder? Ne, warte mal, er hat Right Button, Left Button. Versuch's doch. Ah, wir probieren es auch nochmal. Sonst probieren wir vielleicht Digipad links. Also es ist jetzt nicht so. Ja. Aber hat irgendetwas, was sonst gar nicht gebraucht wird im Spiel. So. Jetzt schauen wir mal, ob das was bringt. Ah, jawohl. Voilà. So. Ja, das ist halt schon so ein Entwicklerding. Wir haben halt auch nicht alle Gamepads zu Hause. Wir haben viele. Ach, schade, da war wir haben kaputt. Mittlerweile um die 10. Oh, oh mein oh. Gott. Oh, 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 hast du dich mit dem Zeppelin angelegt? Ich hab den aus Versehen mit der Hand. Raus? Nein, nicht. Die war zu groß. Da bin ich nicht drauf vorbeigekommen. Ich hab mir Mühe gegeben. Ich hab's wirklich versucht. Ich hab's wirklich. Ja, hey, bist ja jedenfalls noch nach Hause gekommen. Ja, Gott also, das sei ist Dank. Ja was. Das finde ich jetzt zum Beispiel auch eine sehr, sehr gute Mechanik, dass man, wenn man tatsächlich den Worst Case trifft und dein Flugzeug ist eigentlich, du hast keine Lebenspunkte mehr, du crasht, dass du tatsächlich das absolute Ende noch verhindern kannst, ja. Indem du, wenn du tatsächlich noch, wenn du es schaffst, deine Insel zu treffen. Geh mal in den Workbench. Vielleicht hast du genug, um dir ein Maschinengewehr zu machen. Oh nein, du brauchst noch zwei. Gunpowder. Also, Da müssen wir mal gucken, ob wir die finden. Ja, ja. Also, die kriegst du eigentlich bei normalen Gegnern. Das ist schon gut. Ein paar Scouts abschießen oder so. Ja. Boah, der Chat disst dich ja richtig. Sowas von fies. Ja, das bin ich gewohnt. Das bin ich gewohnt. Ich hab euch auch lieb. Ich mag euch auch. Ja, ja, wie Mörder gerade schon geschrieben ist, wie im Arbeitszeugnis. Er war stets bemüht. Oh, ja. Nix. Schade. So, die bringt es jetzt auch total, wenn ich sowieso gerade eigentlich. Na gut, jetzt kann ich es wieder gebrauchen. Was ich tatsächlich dann im weiteren Verlauf des Spiels auch sehr schön fand, weil ich sowas auch immer mag und ich finde, sowas gibt dem Spiel auch immer noch ein bisschen Tiefe. Wenn man dann tatsächlich später genug Credits zusammengesammelt hat, um dann tatsächlich sein, in dem Fall Flugzeug, ja, weiter auszurüsten. Mhm. Und ja, aber man kauft ja eigentlich die Einzelteile von neuen Flugzeugen. Also man kann sich tatsächlich auch ein komplett neues Flugzeug zusammenbauen, indem man sich halt von einem Modell alle Einzelteile holt dann, ne? Ja, das ist so. Also so, das Flugzeug besteht eigentlich wie aus drei Einzelteilen. Also du hast die Flügel, du hast die, den Motor und du hast den Body. Und oh, dort sind Gunpowder. Die kriegst du noch. Ja, dort rechts. Runter. Dort die zwei. Nein, ah, nicht die der, beiden da. Ja, genau. Genau. Also du hast den Body, du hast die Wings und du hast die Engine. Das hat natürlich Einfluss darauf, wie viele Hitpoints das du hast, wie wendig das du bist und wie schnell du bist. Aber du bekommst dazu auch noch wie passive und aktive Abilities und kannst eventuell mehr als eine Waffe mit dir mitnehmen. Deswegen, also es ist ziemlich customizable. Also ein Flugzeug, alles vom gleichen Typ zu haben, macht dann von den Skills her eventuell Sinn. Mhm. Weil du halt ein Flugzeug hast, mit dem du rammen kannst und das selber aber keinen Schaden durch rammen nimmt. Was eine gute Combo ist. Ja. Aber du kannst es auch selber zusammenstellen, halt, wenn du findest, nee, also ja. Ich finde die Ability jetzt besser damit oder das andere ist mir jetzt wirklich zuwendig. Kann man sich da so richtig schön seine Frankenstein-Flugzeuge zusammenschrauben? Ja, du bekommst sogar ein Achievement, wenn du ein ganz hässliches machst.
Okay, wie entscheidet das Spiel, was jetzt so besonders hässlich ist? Also sagen wir es so, es gibt dir einfach das Achievement, wenn du aus drei verschiedenen Flugzeugen eins zusammenbaust. Ja. Und das Achievement heißt, I'm an Artist. Oh cool, ein Health Pack. Das kannst du brauchen. Ja, ich muss es mal kriegen, da war's. Das finde ich auch niedlich, dass die vom Computer gesteuerten Flugzeuge Flammenwerfer, dass die manchmal genauso gut fliegen wie ich. Ja, ja, nice. Noch mehr Gunpowder. Hey, jetzt haben wir dann gleich die Machine Gun. Oder wir haben sie vielleicht schon, wenn du nach Hause gehst. Ja, muss man gleich mal machen. Ich guck mal den kriegen wir noch da unten. Oder ich kann mal gucken, ob ich so einen Kasten kriege. Ich muss mal gucken, dass ich das mit meiner Harpune hier getriggert kriege. Achso, mit Zielen vielleicht. Nein! Aber jetzt, das war natürlich total berechnet und absichtlich. Ich wollte natürlich das Game Over mal zeigen. Genau. Und wenn man dann die Insel nämlich trifft, haben wir wahrscheinlich noch Gunpowder verloren. Ja, zwei Gunpowder. Super. Natürlich genau das Gunpowder, das wir eigentlich haben wollten. Den Rest haben wir behalten. Großartig. Ja, aber weißt du, ich meine, ich bin ja Entwickler. Und deswegen könnte ich jetzt mal schauen, wo ich denn das gute Cheat-Sheet habe. Deswegen geben wir dir einfach noch ein Gunpowder mehr. Du musst jetzt dann einfach eine Kombination, die ich dir sage, eintippen. Nein! Moment kurz. Also alle jetzt mitschreiben, jetzt kommen die wichtigen Dinge. Jetzt kommen die Insider-Informationen. Jetzt kommen hier die Insider-Dinger raus. Die Flugkünste sind vorbildlich. Ich gebe mir Mühe. Aber das Flugzeug hilft. Zeig mal deinen Workbench, also nur zum Wissen irgendwie, was du denn hast. Mach mal eine Box. Was? Wo, wie, wen? Das Crafting habe ich tatsächlich noch nicht benutzt bisher. Okay, dann erkläre ich dir, wie es funktioniert. Ja. Also hast du Gegenstände, die du besitzt, mit denen du craften kannst. Das sind die hier. Genau, oder? Das sind die drei. Und unten, das sind alles neue Ideen, die du hast damit. Okay. Das gibt dir nur Ideen, die du jetzt auch craften könntest. Im Moment sind das nur Sachen, das ist so ein kleines Fragezeichen unten, die mit schwarzen Items sind. Das sind Base-Items. Aber jetzt ist da zum Beispiel dort so eher Box-ähnliche, das du machen könntest. Und wenn du jetzt drei Metalldinger reinschmeißt in die Crafting-Table, dann gehst du mal ganz links, hier, ne? Genau in die Scrap-Metals. Drei von denen. Und jetzt drückst du Craft. Craft, Moment. Craft X. So, warte mal. Ist X. Links. X ist links, ne? Genau. Genau, jetzt hast du eine Box gemacht. Was jetzt hier noch nicht wahnsinnig viel bringt, aber... Da kann ich jetzt Sachen reinpacken. Ja, die Box ist ja nur der Anfang vom Spaß. Wenn du jetzt ein Metall und zwei Gunpowder dort reintust... Nein, nicht die Pipes, die Gunpowders. Oh, Moment. Die? Genau. Ja, stimmt ja unten drunter. Genau, und noch eins. Also ich sag dir jetzt natürlich die richtigen Kombinationen. Aber wenn du es falsch machen würdest, würdest du dir unten sagen, welche das richtig waren und welche nicht. Das ist wie Mastermind. So ein bisschen. Oh, das kostet cool. Dich nicht die Items, es kostet dich ein bisschen Geld, das zu probieren, aber ja. Die Items behältst du. Oh, das ist also von dem her, du kannst da wirklich rumprobieren das heißt, und Sachen tatsächlich, machen. Man kann tatsächlich ein bisschen rumexperimentieren, weil das Geld kriegt man ja, indem man einfach die Fische wieder neu einsammelt. Ja, genau. Logisch, wieder ein bisschen fischen, nur aufpassen, nicht überfischen. Genau. Jetzt mach mal das, was du jetzt gerade hast. So, und jetzt hast du eine Idee für eine allererste Waffe. Oh. Dafür brauchst du ein gelbes Teil, ein rotes Teil und ein schwarzes Teil. Jetzt kannst du umschalten. Metalworks sind die gelben und dann die roten sind Pyrotechnics. Hast du jetzt nur eins, dann wird es wohl das sein. Ja. Und dann bei den gelben. Also, so. Da hast du auch nur eins, dann wird es wahrscheinlich auch da sein. Haben unsere Kiste. Jetzt haben wir eine Box und eine Munition. Und was brauchen wir jetzt noch für ein Gewehr? Irgendein schwarzes Teil? Was ist das? Das ist Scrap Metal und Pipe. Ich würde sagen, die Pipe. Ja, weil du brauchst noch einen Lauf. Ja, eben. Machen wir mal, ne? Genau. Dein erstes Maschinengewehr. Aha! Großartig. Das bauen wir doch direkt mal drauf. Genau. Und so funktioniert eigentlich das Crafting-System. Es hat immer so ein bisschen eine Logik dahinter, was wie gemacht wird. Man kann es so ein bisschen erahnen. Irgendwann wird es dann sehr fantastisch. Dann hast du irgendwie Plasmakristalle und High-Capacity-Batteries und was weiß ich, die du zusammen machst. Um dann halt eben diese Gauss-Rifles und Geschichten zu machen. Ja, die hätte ich gerne. Die hat Spaß gemacht. Ja. Also, der muss man zwar... Willst du sie? Ja. Okay. Ja.
Gut. Aber hier ist unser Maschinengewehr zum Beispiel. Wir hatten ja die ganze Zeit die ganz normale Bolt Cannon. Und hier können wir dann tatsächlich die Machine Gun auswählen, die wir gerade gebaut haben. Und könnten jetzt mit der dann rumfliegen. Ja, oder ich kann dir jetzt eine Kombination geben, dass du mit der Gauss Rifle rumprobieren kannst. Ja, aber wir wollen den Leuten ja ein bisschen was zeigen, oder? Okay, gut, dann machen wir das. Wir zeigen hier. Okay, dann gib mal kurz. Ja. Ich spoil jetzt das Ding nicht. Haha. So, jetzt sehen wir hier mal irgendwie mehr vom ganzen Umfang, was in dem Spiel vorhanden ist. Also da gibt es dann schon auch ziemlich crazy Flugzeugkombinationen, die man daraus bauen kann. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel, weil eben, du sagtest die Gauss, müssen wir ausprobieren. Und dann empfehle ich mal noch ein Laser oder die Lightning Cannon. Das klingt auf jeden Fall schon sehr, sehr interessant. Das klingt auf jeden Fall schon sehr, sehr interessant. Waffen umschalten bei Y, ne? Ja, oben. Also der obere Button. So, mal eben ganz kurz in der irgendwo, wo ich keinem weh tue. Einfach mal ausprobieren. Okay, da muss wahrscheinlich einer in der Nähe sein. Ja, da muss einer in der Nähe sein, dem du weh tun kannst. Dann schauen wir mal. Wir kennen den Weg. Hier sind diese wunderbaren Stationen. I'm an artist. Da ist es. Gut, die Kombination ist gar nicht so heftig. Verschiedene Teile. Nö, das geht eigentlich. Ja. Was mich zu einer anderen Sache bringt, die ich sehr gefeiert habe, als ich die zum ersten Mal gesehen habe. Zum einen, wenn wir das Flugzeug uns ein bisschen mal anschauen wollen, können wir einfach in den Pausemodus gehen, dann schwenkt die Kamera nochmal richtig schön rum. Und was ich finde, was jedes Spiel eigentlich haben müsste, eigentlich müsste es ein Gesetz geben, dass alle Spiele das einbauen müssen, ist der Fotomode. Voilà, wir zeigen ihn mal. Jetzt Shoutout zu 1098 im Chat. Den hat er nämlich wirklich einfach gefunden. Das muss rein. Und voilà, hier ist er. Ja. Und dann kann man richtig schön die Kamera, hier können wir uns jetzt zum Beispiel unser Flugzeug mal richtig gemütlich angucken. Warte, ich muss mal, das war die Rotation. Und hier kommen wir hoch. Warte mal, da unten steht es noch. So, gucken wir ein bisschen von oben. Und da kann man sich wirklich austoben. Man kann, wenn man sein Lieblingsflugzeug gebaut hat, kann man einfach hunderte von Fotos von seinem Flugzeug machen oder auch je nachdem, wo man gerade ist. Ja, wir können es auch sagen, es ist der Spoiler-Modus, weil jetzt kannst du natürlich den ganzen Level mal gemütlich anschauen. Man könnte natürlich auch einfach ihn ein klein wenig zweckentfremden und sagen, oh, da sind die ganzen Sachen also. Ja, aber du glaubst nicht, wie das geholfen hat bei der Entwicklung, wirklich eine Möglichkeit zu haben, richtig schöne Screenshots so machen zu können. Also, und es ist natürlich cool, dass wir jetzt auch das den Leuten geben können. Also, so, hey, ja, also tobt euch aus. Foto-Mode ist großartig. Das habe ich echt sehr gefeiert, als ich den gesehen habe. Ich finde, sowas muss einfach rein. Ich meine, keiner spielt verschiedene andere Spiele irgendwie, weil, weiß ich nicht, sondern weil Foto-Mode halt, ne? Fotos machen. Die ist Auto-Homing, also die geht wirklich so. Achso, und irgendwie, achso, die sind gar nicht hinter mir her. Nee, okay, die sind sehr ein Pirat am Jagen. Also die Polizei geht auch wirklich gegen andere Piraten vor, die Fischer angreifen. Und die Piraten greifen auch die Fischer an. Also das läuft alles. Es ist manchmal ein bisschen konfus. Was da, oh, die Nuke, jetzt musst du. Oh. Das schaffst du das noch? Das ist natürlich alles. Oh, ich, ja, es reicht. Oh. Das heißt, es reicht, wenn ich die. Aber da geht die Gauss weg. Jetzt hast du die Gauss verloren. Das heißt, es reicht, wenn man die Insel irgendwo trifft. Man muss nicht unbedingt in dieses Zielgebiet, dieses Fadenkreuz, das da eingeblendet wird. Bekommt man einen Bonus, wenn man das trifft? Nein, nicht wirklich. Wir wollten einfach was Prägnantes, das den Leuten so ein bisschen symbolisiert. Hey, hier, geh da hin. Also es ist quasi nur die optische Hilfe. So, ja. Da müsst ihr hin. Aber wo du die Insel triffst, ist dann eigentlich egal. aber man kriegt natürlich, auch wenn ich jetzt das totale Ende so gerade eben noch abgewendet bekommen habe, natürlich muss es Konsequenzen haben. Man verliert halt immer ein bisschen was von den Sachen, die man gerade eingebaut hat. Also es gibt eine gewisse Chance eben, dass du Flugzeugteile verlierst und dass du sie auch neu craften musst und eben das sind dann die hier. Wir wollten mal einen Modus einbauen, wo man halt dann auch Punishments bekommt, je nachdem wo, dass man crasht auf Granaria und so, aber das war dann doch ein bisschen hart und deswegen, hey, solange du es schaffst, schaffst du es. Das ist fair, das ist schön. So, jetzt müsste ich mal eine Lightning Cannon, glaube ich, noch haben. Nein, du hast ein anderes Paar Wings und deswegen hast du jetzt nicht zwei Waffen. Ach so, du müsstest nochmal runter und ein Paar Wings nehmen mit zwei Waffen. Du bist jetzt mit der Standardwaffe wieder hoch. Okay. Ich habe es zu spät gesehen.
Aber das können wir ja schnell umbauen. Ja, das geht schnell. Da kann man gemütlich landen. Genau, jetzt gehst du mal auf die Wings und jetzt kannst du mal einen nehmen, eben, der dir mehrere Slots gibt. Genau, jetzt hast der gibt zum Beispiel schon zwei. Der sieht gefährlich aus. Und dann kannst du die erste Waffe vielleicht auch noch wechseln, weil die alte Boltcaster. Assault Gun. Shotgun. Sky Sweeper Shotgun. Klingt gefährlich. Ich glaube, die nehmen wir mal. Nee, Chaos-Raketen. Ja, oder die Gatling ist auch sehr lustig. Dann nehmen wir die mal. Die hat auch schön Bums. Dann nehmen wir die. Die probieren wir aus. So, mal ganz kurz ausprobieren. Oh. Der hat auch richtig Rückstoß. Und wenn du nach hinten feuerst, dann bist du super schnell damit. Das ist quasi der Nachbrenner. Ja, voll. Es gibt auch später, habe ich gesehen, du hast ja vorhin schon gesagt, die verschiedenen Flugzeugteile geben ja verschiedene Abilities, die dann Vorteile bieten. Ich hatte mal eins gesehen, wo man dann tatsächlich in der Luft stehen bleiben und hovern kann. Genau. Das stelle ich mir sehr, sehr lustig vor, wenn man dann zum Beispiel die Gatling mit dem harten Rückstoß benutzt. Ja, voll. Damit kannst du... Das ist ja quasi der Rückwärtsgang. Ja, voll. Oder auch das Chassis, das du jetzt gerade hast, das ist auch sehr praktisch. Das zieht automatisch positive Items an. Also das ist wirklich so, wenn du collecten willst, ist das Wahnsinn, weil du wirklich mit super viel Loot nach Hause kommst. Und wir wissen alle, Loot ist gut. Loot ist gut. Und es hat auch 60 Hitpoints, das hilft natürlich auch. Am Anfang hast du 20. Oh ja, da hat man gerade gesehen, die Kiste, die hat tatsächlich stark Richtung Flugzeug beschleunigt. So, meinst du schaffst den ersten Boss mit dem Setup? Nee. Aber ich kann es versuchen. Ehrlich, ja. Weil alle vier Level haben wir ja im Spiel einen Bosskampf. Die Portale, die man hier sieht, die sind zwar immer am gleichen Ort, aber sind nur offen, wenn kein Gegner in der Nähe ist. Und wenn natürlich ein Boss in der Nähe ist, dann ist das wie ein Blocker. Ja. Die musst du nur einmal besiegen, um wirklich durchzukommen. Also die sind dann nicht für immer, also jedes Mal wieder da. Okay. Aber ja, das sind so ein bisschen die Challenges dazwischen. Dann und jetzt mit dem und das Portal noch zu finden. Oben links. Ich glaube, es war genau. Da ist es. Da. Ab einer bestimmten Entfernung kriegt man es ja auch eingeblendet, in genau. Welche Richtung man muss. Ne? Hier sieht man gerade, hier ist es gesperrt, weil Gegner in der Nähe sind. Ja. Kannst ja auch weglocken, das funktioniert eigentlich auch nicht schlecht, warum so bei den Kamikazes, die sich da sowieso regelmäßig verabschieden. Ja, jetzt ist es super. So, jetzt ist es auf. Das war knapp. Ja. Und jetzt in der Mitte vom Level, also ein bisschen südlicher von dir aus gesehen. Wenn ich das überlebe. Na, geht doch. Was versuchst du? Aber wolltest du ihn schwingen oder wie? Oh, pass auf den Roten auf. Der hat, glaube ich, auch eine Lightning Cannon. Oha. Schön. Sehr Und da haben wir's. So, den geschützt. Oh ja, das ist gut. Hä? Wieder ausgesprochen. Ah ne, das war noch eins. Das war noch eins. Vom goldenen Baum. Großartig. Guck mal hier. 53 Hitpoints. Das könnte funktionieren. So, wo ist er? Links. Links ja. Ist da. Da also ist richtig da zwischen den Geschütztürmen. Oh, da. Oh, da gibt's sogar noch. Gibt es einen kleinen Intro-Animation dafür? Wow. So, wo bin ich denn? Da bin ich. So, das heißt, mir hat mal ein sehr, sehr weiser Mensch gesagt, die Kunst, sowas zu schaffen, ist, dabei nicht zu sterben. Ja. Doch, das hilft. Das hilft ungemein, ja. Und wenn man dann fragt, super, wie soll ich das machen mit dem Nicht-Sterben? Ist doch ganz einfach, werde aber nicht getroffen. So, warte mal, der hat aber auch irgendwo so eine Anzeige. Achso, doch, da unten. Ja, genau. Ja. Der hat die tatsächlich. Zur Hälfte hast du schon geschafft. So, ich hoffe, die Cops sind auch hinter dem Bösewicht hierher. Nicht hinter mir, sonst haben wir ein Problem. Ach, naja, Shotguns nach hinten. Die machen richtig Schaden, wenn er dich erwischt. Oh. Vielleicht mal gerade ein kleines. Aber fast. Ja. Jetzt einfach nur nicht sterben. Ja, richtig. Jawohl! Ah, noch kurz aufräumen und dann, ja, genau. Ist auf. Und weiter geht's. Nein! Der Kamikaze. Jetzt. Jetzt aber.
Und jetzt kommen wir eigentlich ins nächste Thema. Also die Levels sind immer thematisch aufgebaut. Wir haben so mehr so ein Frühlingssetting am Anfang, jetzt kommen wir in den Herbstwald, dann wird es irgendwann so ein richtiges Schneegeschöber und am Ende dann halt wirklich die harte, harte Stratosphäre und so. Okay. Man versucht sich halt immer weiter hochzuarbeiten. Und der Zeppelin, der ist jetzt auch weg, also wenn man wieder dadurch fliegen muss. Das heißt, wenn ich wieder ins vierte Level komme, dann muss ich den nicht normal machen, dann kann ich einfach direkt die kleinen Piraten so ein bisschen looten und dann darf ich direkt weiter. Genau, also es ist wirklich mehr dir überlassen, eben wie viel Zeit du jetzt in den unteren Levels noch verbringen möchtest oder ob du möglichst schnell wieder Progress machen möchtest. Ja, ich bin dann so jemand, ich treibe mich dann tatsächlich noch sehr, sehr viel in den unteren Leveln rum, weil ich natürlich erstmal die Fische alle einsammle. Weil ich bin nicht der Entwickler, ich habe diese ganzen wunderbaren Magie-Codes nicht. Das heißt, ich muss tatsächlich noch Fische fangen, damit ich mir da irgendwie total tolle Bauteile für mein Flugzeug kaufen kann. Mhm. Aber ich meine, darum geht es ja auch so ein bisschen. Und ich meine, man spielt ja so Twin-Stick-Shooter nicht einfach nur, um schnell zum Ziel zu kommen und dann den Abspann zu sehen, sondern es ist ja eher, der Weg ist das Ziel. Und von dem Weg hat man hier halt eine Menge. Oh, hier ist noch ein großer. Ja, jetzt kommen die richtig großen Piratenmaschinen. Ja, und auch an den Chat, wenn ihr noch Fragen habt, wir haben hier die einmalige Gelegenheit, tatsächlich den Macher, den Entwickler von dem Spiel, tatsächlich mal direkt zu fragen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Spiel habt, dann wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt. Einfach her damit, raus damit. Wir versuchen darauf einzugehen. Achtung, weich aus. Genau, und vielleicht sollte ich weniger quatschen und mehr spielen. Was, wir lesen den Chat nicht? Natürlich lesen wir den Chat. Natürlich lesen wir den Chat. Vielleicht ignorieren wir den Chat, oder ich? Aber wir lesen ihn. Er ist da. So, jetzt haben wir auf jeden Fall unser Loot nochmal wieder in Sicherheit gebracht und können auch wieder mit voller Energie starten. Also da ist jetzt zum Beispiel gerade eine Frage. Wenn ihr während eines Levels nach Hause fliegt, wird das wahrscheinlich resettet, oder? Ja, das ist so. Die Fischpopulation eben, die berechnet sich neu, je nachdem, wie ihr ihn verlassen habt. Die Gegner, die respawnen eigentlich komplett. Es gibt auch zufällige Gegner und auch super harte Varianten davon, ähnlich wie in Diablo, wo es dann ein größeres Skelett in Grün oder so gab. Aber Gegner und NPCs, die sind dann wieder da, eben bis auf die Bosse. Mhm. Also immer was zu tun. Das heißt, wenn man sie alle abgeschossen hat und einem wird langweilig, einfach kurz nach Hause fliegen und dann sind sie alle wieder da. Mhm. Und das eben, ich meine, du hast es vorhin angesprochen, das ist auch so ein bisschen mein Problem. Ich nehme mir dann immer vor, dass ich jetzt möglichst schnell wieder hochgehe, aber ich verzettel mich dann trotzdem wieder in den Kämpfen mit den kleineren Piraten unten und schwupps, habe ich wieder die Hälfte der Hitpoints verloren und finde so, ah. Ja, mein Problem ist halt, auch wenn ich gar nicht müsste, man könnte ja direkt wieder hoch. Aber ich habe irgendwie so eine mentale Sperre. Solange ich die ganzen Gegner im Level nicht hier weggeschossen habe, kann ich irgendwie mental nicht in den nächsten Level. Es geht irgendwie. Es fällt einem dann doch recht schwer. Ja. Im Chat wurde gerade gefragt, ob es das Spiel auch für Linux geben wird. Und die Frage können wir eigentlich mal einfach erweitern. Auf welchen Plattformen es das Spiel denn überhaupt gibt? Ja, also Erhard gibt es jetzt im Moment, und das wird sich die Linux-Leute nicht freuen, es gibt für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One leider keine Linux-Version. Es ist wirklich so, dass gerade für kleinere Entwickler Linux wirklich schwer ist, halt zu testen und auch wirklich zu machen. Okay. Und ja, tut uns leid, aber wir könnten wirklich nicht garantieren, dass es sicher funktioniert. Okay. Dann eine letzte Frage noch und ich denke, damit können wir dann die Session so doch erstmal zum Ende bringen. Welche Engine habt ihr benutzt? Genau. Unity Engine sind wir am Arbeiten schon seit Ewigkeiten, seit es sie eigentlich nur auf Mac gab. Und Unity mag manchmal ein bisschen einen schwierigen Ruf haben, aber sie hat auch jetzt zum Beispiel Leuten wie uns halt überhaupt erst möglich gemacht, jetzt auch Konsolenspiele und sowas zu machen. Und es ist wirklich schön, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt, kreative Ideen umzusetzen. Und deswegen, wir sind sehr, sehr happy mit Unity. Dann würde ich sagen, bringe ich mein Flugzeug nochmal eben schnell in Sicherheit. Ich meine, selbst jetzt, wo ich weiß, dass es eigentlich egal ist, wo ich auf der Insel ankomme, ich will immer in dieses Fadenkreuz rein. Ich will immer in die Mitte.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Hey, danke, wie war's? Es hat echt Spaß gemacht. Also Leute, die so Schmups-Shoot'em-Ups oder vielleicht sogar einen speziellen Twin-Stick-Shooter mögen, von meiner Seite aus eine absolute Empfehlung. Cool. Ich spiel's selber privat, deswegen wusste ich jetzt ein paar Sachen auch schon. Also wer es mag, von meiner Seite eine absolute Empfehlung. Wer sich noch unschlüssig ist, wer es nicht weiß, kommt einfach auf die Gamescom. Ihr seid hier. Genau. Da kann man auch noch weitere Fragen stellen. Kommt einfach vorbei, spielt's Probe, probiert's aus, stellt Fragen. Genau, vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften. Ist super cool. Danke für die Fragen. Danke, dass ihr es angeschaut habt. Dann merci, merci. Ein auf Wieder-Tschüss in den Chat und ich übergebe an die Regie.